Heute möchte ich euch zeigen, wie man aus zwei Papieren, einem Klebestift und einer Schere wunderschöne Weihnachtssterne basteln kann. Als erstes falten wir das Papier einmal auf die Mitte. Und klappen das Ganze wieder auf. Dann machen wir das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Und klappen es auch wieder auf. Dann machen wir das Ganze nochmal diagonal. Auch wieder aufhalten. Und noch einmal diagonal. Gut. Nun brauchen wir einmal die Schere. Und zwar müssen wir hier einmal bei der mittleren Kante ungefähr bis zu einem Viertel einschneiden. So in etwa. Das machen wir jetzt auf allen vier Seiten. Nun müssen wir einmal diese Ecke nehmen und einmal umknicken. Das machen wir auch immer auf allen Seiten. Das Ganze sieht dann später so aus. Nun kommt der Kleber ins Spiel. Und zwar kleben wir immer zwei umgeknickte Seiten so aneinander. Natürlich muss man das auch an allen vier Seiten machen. So sieht das Ganze jetzt aus, aber das müssen wir jetzt auch noch mit dem zweiten Blatt machen. Wenn man dann diese beiden Bauteile hat, dann muss man sie noch so zusammenkleben. So sieht jetzt der fertige Stern aus. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch weitergeholfen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!